bin ich am Überlegen, soll ich ein Let's Play von Lingor Island machen? Also von der neuen Map für Day. Oder von der. Na, die ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder alt. Aber von DayZ, von der anderen Map. Weil den könnte ich. Ich könnte von allen drei Maps von DayZ sozusagen ein paar Videos machen. Also von Utis. Oder Utis oder Utes. Utis oder Utis. Ich weiß jetzt auch nicht, wie du es aussprechen willst. Also, ich sag mal auch Utis. Ja. Würde ich nicht machen, das ist nichts Tolles. Ja, Utis ist halt langweilig, von dem her, du machst halt nur PvP, du suchst nicht großartig Items, sondern du tötest einfach nur Spieler. Okay, ich bin Bandit, ich mach sowas gerne. Aber es lohnt sich einfach, es macht einfach nach einer Zeit keinen Spaß mehr. Und ich denke, fürs so spielen werde ich es mal testen. Aber ich werde es nicht aufnehmen. Und ansonsten Lingor Island, da bin ich aber schon am überlegen, weil das schon, also habe ich jetzt mal angespielt, aber weiß nicht, ob ich das gut finden soll, die Map. Bin mir noch nicht sicher. Ich würde es gerne mal austesten, das so aufzunehmen. Ansonsten gefällt mir Chernobyl eigentlich sehr gut und ja, weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke, Lingor wäre mal eine Abwechslung, denke ich. Nicht immer nur das gleiche. Leute, Lukas heißt mit Nachnamen Chernogorsk. Ja, ich heiße mit Nachnamen Chernogorsk, da hast du total recht. Wie kommst du da jetzt drauf? Haben wir gestern irgendwie so gesagt? Ach ja, gestern, stimmt ja. Ach ja, gestern war voll der blöde Tag, ey, ohne Scheiß. Warum? Weiß ich nicht. Boah. Ich bin froh, dass heute Samstag ist, sagen wir mal so. War gestern richtig erkältet, meine Eltern haben irgendwie so mega Sirup gekauft. Sirup. Jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder mega heile, sozusagen. Echt? Mir geht schon so lange scheiße, wa? Und ich war jetzt ja wieder in der Schule, aber ich habe immer noch übelst Schnupfen. Heute? Wenn meine Stimme gerade voll am Arsch ist, halt dein Maul. Was ist heute in der Schule? Ne, heute nicht. Heute ausnahmsweise mal nicht. Ich gehe nicht so gerne samstags in die Schule, weißt du? Warum nicht? Ist doch toll. Ja, ist super. Ja, aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Also wenn meine Stimme immer noch so ein bisschen erkältet klingt, einfach nicht hinhören. Einfach nicht hinhören, genau. Ja, einfach nicht hinhören. Einfach nur schauen, wie ich hier durch den Wald renne und... Genau. Ja. Na gut. Auf jeden Fall finde ich schon mal gut, dass ich jetzt wieder aufnehmen kann. Ich werde mal gucken. Ach ja, warte mal kurz, kleiner Cut. So, weiter geht es. Ich muss kurz den Debug-Monitor wieder... Hä? Ist er doch. Ah... Gut, ich hatte eine kleine Störung hier in meinem Zimmer, so, und wir können jetzt weiter aufnehmen. Nix ist soweit weiter passiert, außer Chris hat was gefunden. Scrap Metal, yeah, genau. Und ich suche jetzt weiterhin das Fahrrad und ich muss hier vom Berg runter. Obwohl, ich könnte gucken, ob da oben das ATV ist. Und kann es sein, dass es auf diesem Server langsam Nacht wird? Nein, ich habe eine Uhr. Das ist gerade mal 11. Ich habe auch eine Uhr. Morgens. Viertel vor 11, ja. Ah ja, Viertel vor 11. Sorry, ich kann die Uhr nicht lesen, Leute. Ja, ja, klar. Ne, wer kann das auch schon? Ja, nur so Gymnasiasten. Oh, warte mal, ich bin einer. Ja, ich auch. Das ist jetzt peinlich. Ja, Hust. Nein, Chef. Nein, okay. Also, ja, weiß nicht. Vielleicht, ja, es kommt mir nämlich so vor, aber bei mir an der Küste ist es auch so ein bisschen dunkel. Ach ja, und ein Profi-Tipp hier für die Leute. Hört nicht auf wen. Die Wolken ziehen immer nach Osten. Ja, das heißt, immer da, wo die Wolken hinziehen, ist Osten. Das können wir auch gerne mal nachprüfen. Dahin müssten sie ziehen. Und sie bewegen sich nicht. Da bewegen sie sich. Guckt genau nach Osten. Ja, das ist ein Tipp, falls ihr keinen Kompass habt. Guckt euch einfach die Wolken an. Die gehen immer nach Osten. So. So, dann will ich mal nach was nachprüfen hier. Sind bei dir eigentlich Wolken da oben, oder? Ja. Lass mich mal sagen, wo von Lopatinos nächste Industriegebiet ist. So. Entweder kann es sein, dass Fahrräder erst spawnen, wenn man nah genug dran ist. Ich gehe da jetzt hin. Verarschen? Wieso kann ich nicht mehr rauszoomen? Ah! Kacke. Lukas? Ja? Kannst du mir sagen, wo das nächste Industriegebiet ist? Das nächste Industriegebiet? Du bist in Lopatino? Richtig. Geh doch mal zum Airfield. Oben an die beiden. Pff, hättest du wohl egal. Obwohl, nee, warte. Ja, geh nach Vibor. Vibor ist groß. Vibor? Ich bin grad in Vibor. Ja, dann guck da sich um. Was weiß ich. So, ich geh jetzt erstmal gucken, ob da ein Fahrrad steht. Echt in Vibor, what the fuck? Ja? Wie das denn? Ja.
Ich dachte, du warst in Lupatino. Nee, ja, dann geh einfach an der Straße weiter, weil da sind genug Städte. Krishino, Stari Sobor, Novi Sobor, da wird irgendwo... Da geh ich eh nicht hin. Wieso nicht? Da geh ich doch nicht alleine hin. Ach ja, du hast ja Angst, stimmt ja. Ja. Bei, oh, Monster kommt drauf. Bei drei Leuten, Gegnern, ist das natürlich schon sehr hart. Hier. Ja, ist doch so. Nicht wirklich. So, auf dem Berg da oben kann eine ATV spawnen, für die, die es nicht wissen. Da will ich also Leute, falls ihr nicht wisst, wie ich so schnell nach hier lieber gegangen bin, ich habe mich teleportiert. Ja, er hat sich teleportiert. Er ist natürlich der Hacker hier. Ja. Ja. Tut mir leid, aber es muss raus. Ja klar, wir sind Hacker. Ich wette, irgendwer wird es glauben und gleich in die Kommentare schreiben. Ihr Schweine. Scheiße, okay, ich muss mein Headset anschließen. Ja, ja. Ich fäng an zu piepen. Ich würde mal zum Ohrarzt gehen. Oh. So, warte mal, Alter, wieso finde ich denn keine verkackten Fahrräder? Ja. Aber mir stand genau neben mir eins. Weil ich es kann. Ey, können wir auf einen anderen Server gehen? Warum? Weil ich ein Fahrrad haben will. Nee. Ich habe hier ein Oral. Das ist mir egal, was du hast. Ist mir egal, was du nicht hast. Ach ja, im vorletzten Part oder lol, welcher das war, haben wir ja gesagt, da unten steht unser zweites Lager, das Ural-Ding, ne? Und da war gehackt, nein, Spaß. Nein, aber auf jeden Fall, hier haben die alle gedacht, das heißt Oral, das Ding. Warum auch? Ist auch so, Oral, Alter, sind die alle versaut hier. Ja. Auf jeden Fall, der Raphael ist richtig versaut, der Raphael schön, ey. Der was? Der Raphael schön, das ist ein Freund von mir, ja. Ja. Wir müssen alle mal jetzt fett flamen. Okay, flamed. Wer, wie heißt er? Raphael schön, mit 2 F und S. Ey, fick dich, du darfst hier keine Namen nennen. Ach Quatsch, er will Fame werden. Ja. Ist so, hat er mir gesagt. Ja. Sag keinen Namen. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht wahr, was du gesagt hast. Rafa ist schön. Ja, genau. Located. Ja? Ja. Okay. Ich tue jetzt übrigens kein Piepen über den Namen, ne? Oh, ist mir egal. Ja, okay. Ja, du hast es gesagt, ne? Mich kümmert's nicht. Boah, die Polizei war natürlich scheiße. Na gut. Lassen wir das. Ja, ich gehe jetzt nach Prigodotki und werde mir da ein Boot suchen. Da spawnt aber gar kein Boot, aber trotzdem werde ich danach gucken, denn ich gebe nicht auf. Und ja. Der Wille stirbt zuletzt. So sieht's aus. Bei dir aber nicht. Das stimmt allerdings. Oh, da vorne ist eine Brücke. Das sieht schon mal gut aus. Das ist verdächtig nach Boot. Sicher? Nee. Ich hab eine Crash-Seite gefunden. Echt jetzt? Nö. Ich hasse dich. Ach ja, mal kurz. Oh mein Gott, ich hab Husten. Hier, guck mal auf mein Gesicht hier. Meine Amerika-Cop-Gangster-Brille. Ja. Ja, hab ich mir extra hier ein schönes Ding angelegt. Ja. Sieht ultra geil aus. Naja. Nicht wirklich. Was hast du in deinem... Was hast du für eine Brille auf? Oder hast du deine Brille angezogen? Ja. Ich hab auch eine Militär-Anzug hier. Ich hatte einen Ghillie. Den habe ich dann leider verloren, weil ich in einem Stein drin gestorben bin. Ich bin einfach in einem Stein drin festgebackt und bin verreckt. Sehr schön. Das kannst du auch nur du machen. Ja. Boah, guck mal, wie geil das MG aussieht. Hier so gegen die Sonne. So, yeah. Yeah. Und ich wollte gerade nur angeben, ja. Links von mir ist Cavanino. Okay. Ja, du machst das schon. Also Hauptsache, du baust jetzt mal den Ural zusammen und kommst mal hier zu mir, weil das ist hier ziemlich langweilig, hier durch die Landschaft zu laufen. Ich bin jetzt gleich in Tscherno. Ich werde mir da angucken, ob ich da irgendwas finde. Links von mir ist ein Industriegebiet. Notfalls lasse ich mich umbringen von den Leuten, die in Tscherno sind. Echt? Nee. Echt blöd, Mann. Das wäre echt blöd, ja. Das stimmt allerdings. Echt blöd. Warte, gibt's hier in Prigorodki ein Autospawn? Ja, ne? Ich weiß es nicht, du machst den falschen Junge. Junge. Den falschen Junge? Ja, Mann. Junge. Was ist kaputt? Der Quando. So, warte mal, was haben wir denn hier? Das, weißt du was? Verliere ich eigentlich, also, wenn man nichts isst, stirbt man ja irgendwann, wa? Irgendwann, ja. Bei mir zeigt er ja nicht an, wann ich was essen muss. Sterbe ich trotzdem? Ich hoffe, er macht schon.
Weil das wäre ja jetzt ziemlich uncool, wenn ich die ganze Zeit mein Essen blinkt in echt, aber ich kann es ja gar nicht sehen. Das wäre schon ziemlich ich scheiße. Ich fände sowas von lustig. Ja, das würde ich ziemlich unlustig finden, wenn du weißt, wenn du verstehst, meine ich. Nee, Mann, ich bin zu blöd zu verstehen. Ja. Weißt du was, ich starte eine kleine Schießerei, falls es gleich mit mir zu Ende ist. Dass ich wenigstens noch ein bisschen Schusswechsel hier gehabt habe. Mit Zombies. Genau, Zombie, brich mir nicht die Beine. Warte mal, nee, er hat mich nur getroffen, das blute ich. Echt? Ja. Du bist schlecht. Ey, das ist doch voll Pro-Life. Du kannst einfach mit Zombies nicht umgehen, du musst tief in sie hineinblicken können. Ich bin mit einem Zombie verheiratet. Ja. Mit dir, Mann, was? Hä? Nee. Den habe ich nicht verstanden, aber ich glaube, ich will ihn gar nicht verstehen. Oh ja, jetzt habt ihr das MG verstanden. Gesehen. Oh yeah. Hört sich das nicht geil an. Ja, ich habe geschossen beim MG. Das ist minderwertig. Ja, ne? Aber warum kommen keine Zombies? Das, weißt du, das stuft das MG voll runter jetzt. Jetzt kommen keine Zombies und jetzt denken alle, das ist voll die lappige Waffe. Das ist auch. Ja, das MG ist schlecht. Holt es euch nie. Lieber eine Lee Enfield oder so. Oder eine Double Barrel Shotgun, die beste Waffe im Spiel hier. Nie vergessen. Wahrscheinlich blute ich schon seit 12 Minuten, aber merke es einfach nicht. Weil er mir das ja nicht anzeigt. Das ist lustig. Bitte? Ich find's lustig. Wie kann ich mal meinen Debug-Monitor anschalten? Du gehst Escape, Option, Game Options und dann ganz unten musst du auf Debug stellen. Scheiße, jetzt habe ich was vergessen. Ich muss mir noch einen neuen Waypoint setzen. Ach du Kacke, ist das langweilig. Warte, ich glaube, ich mache gleich einen kleinen Cut. Bis wir dann irgendwas Spannendes gemacht haben, weißt du? Ja, ja. Oh Gott, mein Husten. Das ist sau schlimm. Ja, ja. Ja, mache ich jetzt kurz noch eine Schießerei. Ja, was machst du denn gerade so Schönes? Du chillst wahrscheinlich nur da in deiner Behausung. Wo weißt du das? Such jetzt mal den Ural, also mach mal den Ural ready. Ja, bin doch dabei. Ach du Scheiße, wie der Sound buggt, ne? Ja, buggt der so richtig? So richtig. Ach ja Leute, es gibt einen neuen Bug, den ich hier jetzt ausnutze. Und zwar, wenn eure Magazine alle sind, wenn überall nur noch ein Schuss drin ist, einfach Militärkleidung anziehen, wieder ausziehen, oder ausziehen, wieder anziehen. Und fertig ist die Sache, habt ihr wieder volle Magazine. Deswegen habe ich hier die Kleidung, die Zivilkleidung, habe ich noch im Inventar, damit ich immer wechseln kann. Das heißt, ich habe unendlich Munition. Ja, das ist wieder hier Cheating, Hacker und was nicht alles und Bug-Using und Arschloch-mäßig und bla und... Das passt zu dir. Ja. Ja, ja. Stopp. Wie viele Leute sind auf dem Server? Weiß ich nicht, ist mir egal. Ah, viel zu viele, wir müssen ausladen. Halt dein Maul. Ja, ja. Ach so. Ich seh's. So. Ihr seht, also, das MG macht sehr viel Spaß. Alter, wie es laggt, ne? Es wäre lustig, wenn deine Abonnenten auch hier auf dem Server spielen würden. Ja, ich glaube, ich habe auch mal vor, so ein Community-Event. Müsst ihr mal schreiben, ob ihr Bock darauf habt. Das heißt, ob jemand da irgendwie mal Lust drauf hat. Und zwar ein Community-Event. Alle zusammen spielen sie hier dann auf einem Server. Und wir können hier dann irgendwelche coolen Sachen machen. Vielleicht, keine Ahnung. Müsst ihr mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ja. Ach ja, was ich noch sagen wollte hier, ne? Going 1000. Wir haben hier bald die 1000 Abos geschafft. Und das finde ich cool. Also einmal Lob an euch alle. Vielen Dank fürs Support was, und was auch alles. Hast. Ich auch nicht. Unverdient. Ja, gerne. Hier. So, warte mal. So, und wie ihr merkt, sind wir gerade sehr toll bei der Sache. Ja, komm, jetzt mach mal den Ural ready und tu mich hier mal ab. Das ist echt scheiße hier. Nee, ich komm erstmal zu dir, weil ich irgendwie nichts finde im Industriegebiet. Ja, dann fahr mit dem Fahrrad. Wenn ich dabei bin. Können wir ein bisschen Action machen. Vielleicht, wir können ja PvP machen. Einfach, dass wir beide uns einfach abschlachten. Da bin ich dagegen. Ja, wieso? Ich würde gewinnen. Achso, ja, du willst mich nicht verletzen, ne? Ja, ja. Ich würde dich erstmal abscannen und dann eine AS50 Kugel geben. Ja, natürlich. Weißt du ganz genau. Ich meine, da kann ich auch gar nichts machen mit einem MG oder einem M107, ne? Da kannst du aber echt nichts machen, weil erstmal ich sehe es, ich liege da fetten mit einem Gelly in einem Wald. Ja, ja. Guck mal, das ist der geborene Call of Duty Camper. Ja. Call of Duty Camper, Junge, ich hatte schon an die 30.000 Nukes. Ja. Ich spiele mit zwei Leute, wenn ihr mich battlen wollt, ich krieg's euch alle weg, Mann.
Ja, klar. Ich hab Blade fett geowned. 30-12. Habt echt jetzt? Ich spiel mit Controller. Ja? Ich spiel mit Controller. Du oder er? Er. Warum spielt er mit Controller? Oh mein Gott. Weil er dann voll auf Faceplan macht. Auf dem. Ja, aber auf dem PC ist das voll scheiße mit Controller zu spielen. Quatsch, ist dasselbe wie auf PS3. Ja, nee, aber es geht darum, dass die Maus einfach mal viel schneller ist. Naja. Ist so. Du hast viel schnellere Reaktion. Warte, ich muss husten, ich blute nicht mehr kurz. Ja, ich muss auch die ganze Zeit husten. Ich huste einfach in Mikro, ist mir scheißegal. Da ich nicht, das nehmen die Zuschauer böse. Mich haten sie eh alle. Mich? Mich. Uns alle. Mich? Deswegen. Nehm mich. Mittlerweile. Nee, aber ohne Scheiß, ne? Ist ja voll viele Leute gehatet, ey. Das finde ich voll süß.